Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch mal, wie man Voice Chat in Roblox aktiviert. Und das geht auch auf dem Telefon. Weil die Frage habe ich auch ziemlich häufig bekommen. Geht das auch am Telefon? Ja, das geht am Handy, das geht am Tablet, das geht überall mit dem Voice Chat. Sonst würde Roblox so ein Feature nicht implementieren, wenn es nur am PC gehen würde. Ihr seht hier oben, über meinem Kopf ist so ein Mikrofon. Und wenn ich rede, dann schlägt das grün aus. Ich kann es auch anklicken, dann bin ich gemutet und die Leute hier können mich nicht mehr hören. Und ich kann es wieder anklicken, dann kann ich wieder reden. Und das geht übrigens nicht in jedem Spiel. Denn die Roblox-Spiele müssen Voice Chat für sich selbst aktivieren. Und dafür müssen sie auch ein paar Bedingungen erfüllen, wie zum Beispiel, auf einen Server dürfen nicht mehr als 30 Personen draufpassen. Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel spielt, wo 50 Leute auf einem Server sein können, dann geht auch kein Voice Chat, weil das Roblox gar nicht zulässt. Aber ich sage euch jetzt mal, wie man Voice Chat aktiviert und ich zeige euch das gleich alles Schritt für Schritt. Grundsätzlich müsst ihr eigentlich nur wissen, um Voice Chat in Roblox zu aktivieren, müsst ihr euer Alter verifizieren. Ihr müsst mindestens 13 Jahre alt sein und das war's. Wie man das Ganze macht, zeige ich euch jetzt und dafür gehen wir einmal kurz rüber zur Roblox Webseite. So, ich bin jetzt mit meinem zweiten Account angemeldet, weil mein Hauptaccount hat ja sein Alter schon verifiziert. Und ich will euch zeigen, wie das aussieht, wenn man es noch nicht getan hat. Als allererstes müsst ihr in die Einstellungen gehen. Die findet ihr auf der Webseite oben rechts bei diesem Zahnrad. Da müsst ihr einfach nur raufklicken. Am Telefon müsst ihr unten auf die drei Punkte klicken und dann auf das Zahnrad für Einstellungen. Und wenn ihr dann bei den Einstellungen seid, dann könnt ihr hier euer Geburtstag festlegen. Am Handy müsst ihr noch auf Kontodetails klicken, um zu dieser Seite zu kommen. Und die sieht dann bei euch genauso aus wie hier bei mir. Und ihr müsst hier euer Alter angeben. Und zwar euer richtiges Alter. Jetzt habe ich hier natürlich ein falsches. Ich bin nicht 19 nach 23 geboren. Aber ihr müsst euer Alter ja verifizieren, dass es echt ist. Und wenn das Alter, das hier steht, nicht übereinstimmt mit dem verifizierten Alter, dann kriegt ihr kein Voice Chat. Aber um euer Alter zu verifizieren, drückt ihr einfach hier auf Mein Alter verifizieren und dann kommt Identitätsverifizierung. Verifiziere dein Alter, um das Beste aus Roblox zu holen. Halt dein Ausweisdokument bereit. Das kann dein Führerschein sein, Reisepass, Ausweis, eine Aufenthaltserlaubnis, irgendein Dokument. Ich glaube, ein Schülerausweis geht nicht. Also, wenn ihr noch keinen Ausweis habt, jeder deutsche Bürger kann sich so einen Ausweis beantragen bei der Stadt. Fragt einfach mal eure Eltern, ob ihr vielleicht einen Reisepass habt oder ob ihr vielleicht noch einen Ausweis bekommen könnt. Und dann benutze dein Smartphone. Du brauchst dein Smartphone, um fortzufahren. Dann kommt ihr, scannt ihr den QR-Code und den QR-Code müsst ihr mit eurem Handy scannen. Wenn ihr das Ganze am Telefon macht, dann seid ihr ja schon direkt am Handy und werdet dann weitergeleitet. Und da müsst ihr eigentlich nur zwei Sachen machen. Erst macht ihr ein Foto von eurem Ausweis und dann macht ihr ein Foto von eurem Gesicht. Das Ganze wird dann zu den Roblox-Servern rübergeschickt. Die verifizieren, dass das echt ist und nach ein paar Minuten ist euer Alter verifiziert. Und wenn euer Alter dann verifiziert ist, und dafür melde ich mich mal mit meinem anderen Account an. So, hier ist mein Alter verifiziert. Hier seht ihr das. Alter ist verifiziert. Ich kann es nicht mehr anklicken. Dann könnt ihr hier links auf den Reiter Datenschutz gehen und ganz oben steht Beta-Funktion. Sprachchat aktivieren und das müsst ihr anmachen. Und das war's schon. Dann habt ihr Voice Chat aktiviert und könnt in allen Spielen, in denen Voice Chat aktiviert ist, auch den Voice Chat benutzen. Dafür guckt ihr bei einem Spiel einfach nur nach ganz unten. Hier stehen ja immer so ganz viele Daten über so ein Spiel. Und hier steht dann auch Sprache aktiviert. Und wenn das auf Ja steht, dann könnt ihr dort Voice Chat nutzen, sofern die Servergröße 30 oder kleiner ist. So, und angekommen in Roblox müsst ihr vielleicht noch ein paar Sachen einstellen, damit der Voice Chat richtig funktioniert. Als allererstes müsst ihr euer Mikrofon auswählen. Am Handy ist das sehr einfach. Da macht euer Handy das automatisch, weil da habt ihr nur ein Mikrofon. Am PC geht hier oben links auf die Einstellungen, dann hier auf Einstellungen und könnt hier euer Mikrofon auswählen. Bei mir ist es immer Chat-Mic und müsst natürlich die Lautstärke hochstellen, damit ihr den Voice Chat von anderen Leuten auch hören könnt. Um zu reden, müsst ihr halt nur noch hier oben auf dieses Symbol klicken und bam, da ist es schon. Und falls ihr so ein ausgegrautes Symbol habt, dann klickt noch einmal rauf und Roblox detectet euer Mikrofon dann nochmal neu und dann kommt das auch. Um zu sehen, ob andere Leute Voice Chat haben, könnt ihr einfach hier oben reingehen und dann seht ihr, diese Person hier hat kein Voice Chat. Und deswegen könnt ihr nicht mit ihr reden und sie kann euch auch nicht hören im Voice Chat. Wenn sie Voice Chat hätte, wäre hier nochmal so ein Mikrofonsymbol und das könnt ihr dann anklicken, um die Person zu muten oder zu entmuten. Ihr habt hier auch einen Knopf, um alle Leute in dem Spiel zu muten oder alle zu entmuten. Und hier unten ist nochmal ein Knopf für euer eigenes Mikrofon. Und das wär's dann. So kriegt ihr Voice Chat in Roblox, das geht auch auf dem Telefon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!